Wir haben ja im letzten Kapitel einfache Stammfunktionen von E-Termen betrachtet. Das heißt, wenn ich einen E-Term hatte in der Form Zahl mal E hoch Zahl mal X plus Zahl, kann ich den aufleiten, Entschuldigung, integrieren, indem ich A bleibt stehen, E-Term bleibt stehen, mal 1 durch Ableitung von der Hochzahl. Was passiert aber, wenn meine Terme nicht diese Form haben? Also egal was, alles andere. Dann gibt es natürlich nur zwei Möglichkeiten, wie bei allen anderen Funktionen auch. Ich kann sonst nur noch die Stammfunktion bilden durch Produktintegration. Produktintegration. Beziehungsweise, wie es auch heißt, partielle Integration. Integration. Oder die andere Notlösung ist Substitution. Mehr gibt es eigentlich auf der ganzen Welt nicht. Wenn Sie mal wirklich sehr, sehr gut sind, Doktor, Doktor, Prof oder so, oder Mathe studieren möchten, dann finden Sie noch abgefahrene Kombinationen davon. Aber eigentlich ist es schon alles. Das heißt, wir machen jetzt ein paar hässlichere Stammfunktionen, wo E-Terme drin sind und tricksen entweder ein bisschen rum, wenn es geht, oder falls nicht, und das wird der Hauptteil der Beispiele sein, wenden wir eine von den beiden Integrationsmethoden an.